Ich möchte nur zeigen, wie man Videos nutzt, die ich zum Beispiel zum Selbststudium anbiete, wenn sie auf YouTube zur Verfügung stehen. Meistens folgt der Hinweis auf die Videos ja über ein Wiki, wie ich es zum Beispiel hier für Chemie nutze. Und im Allgemeinen ist in den Texten vorne dran ein Symbol, das eben andeutet, dass hier ein Film zu sehen ist. Wenn ich dann da draufklicke, öffnet sich ein extra Tab, auf dem In das diesem Video Video dann möchte ich gleich euch jemand gestartet vorstellen. wird. So, kurz zur Oberfläche hier. Ich habe jetzt gerade die Wiedergabe stoppt. Das heißt, ich kann hier starten und stoppen einen Film. Das heißt, ich kann ihn eben auch mal unterbrechen, wenn etwas erklärt wird und das geht mir zu schnell. Dann kann man hier unterbrechen. Ein paar Beispiele zeigen, was man machen muss. So, was ich eben auch machen kann, ist hier den Ton einstellen. Das geht nicht nur direkt im Betriebssystem, sondern auch zu diesem einzelnen Video. Das heißt, ich kann es leiser oder eben auch ganz ausstellen und dann läuft es weiter, während man keinen Ton hört. Dazu gibt es dann hier noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ich ein Video mir größer anzeigen lassen. Oder eben auch wieder kleiner oder eben als Vollbild, wobei das natürlich nur Sinn macht, wenn die Auflösung des Videos groß genug ist. Wie gerade eben stand, mit der Escape-Taste komme ich wieder zurück und habe dann wieder die ursprüngliche Ansicht. Was noch ganz interessant ist, wenn man eine bestimmte Stelle sich zum Beispiel mehrfach ansehen will, dann kann man hier in dieser Zeitleiste eine bestimmte Stelle anwählen, eben dass man zum Beispiel sagt, und das war jetzt gerade sehr interessant, ich habe es aber vielleicht nicht ganz verstanden, dann kann man einen Schritt zurückgehen und an genau dieser Stelle das Ganze nochmal anschauen. Da die Videos meistens in einem extra Tab geöffnet werden, kann ich also nach dem Enden des Films den Tab einfach schließen und komme dann wieder auf die ursprüngliche Seite zurück. Eine andere Variante, wie man Filme hier anbieten kann in solchen Wikis, ist, dass sie direkt eingebunden werden. Das habe ich hier als ein Beispiel. Das heißt, hier wird der oder kann der Film direkt in der Oberfläche angeschaut werden. Ich bekomme keinen extra Tab, sondern kann hier direkt den Film laufen lassen. In diesem Fall ist das Video, so wie es ist, ein wenig klein. Die Funktionalität, was den Ton betrifft und das Anhalten und wieder Neustarten, ist aber die gleiche. Auch gibt es hier so eine Zeitleiste, wo ich eben anwählen kann, wo ich hingehe. Wenn das wirklich zu klein ist, gibt es aber auch eine Möglichkeit, entweder den Film in YouTube direkt anzuschauen. Das heißt, wenn ich da draufklicke, öffnet sich wieder ein neues Tab und der Film wird dann hier angezeigt. Oder ich schalte direkt den Vollbildmodus ein. Allerdings funktioniert das hier im Moment nicht. Soweit also die Technik, wie ich mit diesen YouTube-Playern umgehe. Ansonsten ist natürlich ganz klar, wenn es darum geht, etwas selber zu lernen, sollte man nicht nur den Film anschauen, sondern am besten die Informationen, die man dort bekommt, gleich anwenden. Im Falle eines Films, wo zum Beispiel etwas vorgemacht wird, wie hier der Fall, der Ton ist aus noch, würde ich zum Beispiel auf einem Blatt Papier das Ganze nachvollziehen. Damit man also nicht nur es einfach abschreibt, wie es dann am Ende dasteht, sondern also auch die einzelnen Zwischenschritte mitbekommt. Oder wenn es sich um eine Anleitung für ein Programm handelt, sollte man am besten, wie zum Beispiel jetzt hier bei diesem Programm, gleichzeitig die Software öffnen, sodass die einzelnen Schritte nach und nach nachvollzogen werden können. Der Vorteil bei dieser Anleitung ist, dass ich ja immer stoppen und weiterlaufen lassen kann. Also quasi immer für jeden Einzelschritt etwas laufen lassen.
dann stoppen, um es nachzuvollziehen, eventuell vielleicht nochmal zurückgehen, um eine Erklärung erneut anzuhören. Und dann, wenn man das gemacht hat und es so funktioniert hat wie gewünscht, lässt man das Video einfach weiterlaufen. Und so sollte man eigentlich mit dieser Anleitung nach und nach das also nachvollziehen können. Der Vorteil ist eben hier vor allem, dass man seine eigene Geschwindigkeit und auch eine beliebige Anzahl von Wiederholungen möglich hat.